könnte hier mal einen Pin setzen, ne? Dann würde man das auch hinkriegen mit dem. Da ist Aluminium, oder? Zink, Kupfer. Da ist Keramik, auch geil, oder? Ja. Na, kann ich wenigstens die Aufgabe bauen, ne? So, den haben wir schon mal ein Stück weiter gebaut. Und den müssen wir hier reinstecken. Ne, hier reinstecken. Und bauen. So, anwerfen ist fertig. Zurück auf den Weg ist die neue Aufgabe. Okay. Das ist die neue Aufgabe. Datenprotokoll auf Logistikdepot Glatze verwenden, um Unterstützung anzufordern. Okay. Das wird wohl hier vielleicht sein, oder? Zurück auf den Weg, fertig. Lokomotive. Alles an Bord. Leiterin Bell war das. Warte mal, lass mal gerade mal lesen, was jetzt hier von Aufgabe gekommen ist. Ich glaube, da war jetzt eine andere, ne, oder? Eine Lokomotive, habe ich die jetzt gekriegt? Nö. Wie kriege ich denn hier eine Lokomotive hin? Nächstes Fahrzeug rufen. Rückfahrt fehlgeschlagen. Und hier kann ich jetzt auch nichts sehen, glaube ich. Achso, Bahnfahrerpaket drucken. Baue die Bahnstrecke und verbinde sie mit dem Logistikdepot Glatze. Bahnfahrerpaket erfordert, um Bahnstrecke zu errichten. Da muss ich einen so einen Teil noch haben für. Ja, das weiß ich auch nicht, ne? Hier ist abholbereit. Den kann ich immer abholen, oder wie das? Jetzt müsste ich eine Lokomotive bauen. Harz und Aluminium brauche ich für das Bahnpfeilerpaket. So, jetzt sind wir schon durch. Harz und Aluminium brauchen wir dafür. Haben wir hier nicht. Kriegen wir hier die Lokomotive. Da ist sie. Harz, Aluminium und Kupfer. Aber wahrscheinlich auch alles nicht. Da fehlt wahrscheinlich Strom. Laufen wir nochmal rüber. Harz wäre auf jeden Fall nochmal hier. Auch zwei tatsächlich. Das ist Zink. Keramik. Ja, da kommen wir jetzt nicht weiter. Der mittelgroße Drucker war hier die Lokomotive zu machen. Ja. Harz hätten wir hier, Aluminium und Kupfer. Das ist das, was fehlt. Im mittleren Shuttle ist ja wohl auch nichts mehr drin, oder?
Die Silber war aus Fischreich. Zum Glück waren Mami und Leute von der Partie von letzter Woche mal. Es hat sich also gelohnt. Empfohlen 1500, 20 Nahrung dazu. Das ist schon mal richtig gut. Sind wir jetzt hier auch nicht mehr in dem roten Bereich. Im Trupp auswählen, umleiten. Ja, da ist noch ein Wald, aber da fahren wir erst ein Stück weiter und erst machen wir das da noch. Dann gehen wir mal zum Händler gucken, was der hat. Gulasch, gebratenes Fleisch, gegrilltes Fleisch, Kaviar, Gemüsesalat, Rührei, Apfelkuchen, Kaffee und Wodka. Dreimal charismatischer, wenn einer Kaviar isst. Gemüselad, da gibt es dreimal Geschicklichkeit obendrauf. Rührei dreimal Willen. Eigentlich müssen wir Gulasch haben. Ja, komm, lass das erstmal so. Wir nehmen das mal so mit, wie wir es da jetzt haben. Und das war's beim Händler. Können wir eigentlich hier schon den Trupp umleiten, weil ja, macht ja keinen Sinn jetzt hier. Und den Zug fahren wir noch ein Stück weiter. Dann fahren wir bis hier und dann können die da gleich dort einsteigen. Ne? Neuer Tag oder was? Erkunden. Schneller. War so leer, okay. Wieder Kohle entdeckt, das ist gut. Versteckte Münzen und Schmuck entdeckt. Geld haben wir jetzt dazu gekriegt. Und 200 MP. So, die können jetzt zurück erstmal. Nochmal schneller. So, wenn die doch hier so viel Erfahrung gekriegt haben, ne? Wir müssten doch hier irgendwelche Leute auch ein Level jetzt abkriegen, oder? Oh, da sind sogar. Koch haben wir 2. Arzt haben wir 2. Lokführer brauchen wir glaube ich 4, ne? Haben wir auch. Das hier sind alles Kundschafter, haben wir da 3, 4. Obwohl, das ist ja auch egal erstmal. So, hier kann man schneller was freischalten. Den Gewehrschützen könnte man bei dem freischalten. Dann machen wir das doch mal einfach. Noch einer was zum Freischalten? Wohl nicht. Aber hier sind ja noch Punkte zu verteilen. So, die kann ich auch hier verteilen. Aber wir haben nur diese 2 zum Auswählen. Er hat ja natürlich schon mal hohe Fitness, ne? Wenn er schon eine hohe Fitness hat, dann kann er auch hier gleich ordentlich Heilungsgeschwindigkeit haben. Machen wir das. Da sollten alle mal auf 5 kriegen wegen dem schnellen Heilen. So, Lok steht hier. Wir waren hier schon durch. Da war der Händler, den brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir können bis hierhin weiterfahren.
Und dann würde das da hinkommen, ne? Bretterzart Altmetall. Okay, dann müssen wir Altmetall noch sammeln. Aber das kann man ja hier machen. Das ist ja alles gut dann. Hier geht es nicht voran. Wie ist denn mit Wasser? Keins mehr da. Hier ist doch noch überall Wasser. Es sprudelt nur momentan nicht, ne? Kann das sein? Was ist hier? Auch nochmal Schrott. Okay. Oh, wenn wir das aufmachen, müssen wir auf jeden Fall eine Sperre machen, damit das Wasser oben bleibt. Sonst läuft uns das irgendwann weg. Das wollen wir nicht. Oh, jetzt ist natürlich hier auch gerade fertig, ne? Das bedeutet, die Prio setzen wir mal, solange die Türe da ist, ganz nach unten. 2 Tage haben wir schon geschafft. Hier ist voll. Hier ist voll. Ja, es ist, sieht aber nach 2 Tagen noch relativ gut aus, ne? Ja, wird ja auch nachgepumpt, ne? Läuft erstmal, oder? Wo läuft er denn hin? Er baut jetzt eine Bank. Oh, da brauchen wir auch so viele Holzer für die Bank. Ja, die ist jetzt tatsächlich auch fertig geworden. Das ist hier. Schleifstein. Oh, das Krankenbett ist fertig. Ist denn der eine jetzt da oder nicht? Oh, der ist nicht im Krankenbett. Ich weiß nicht, wie man den entkontaminieren dann. Okay, der muss anpflanzen. Rein theoretisch auch nicht, weil hier wächst der gerade. Erst das. Okay, hier ist jetzt, geht in 15,7 Tagen. Das ist nicht schlimm. Das ist also Holz, was wir ja noch abbauen müssen. Aber es baut keiner ab, das wundert mich. Warum nicht? Ja, das ist auch super hier, ne? Dieses eklige Wasser, das ist hier nicht am Vertrocknen. Oh, wo bringen die das Holz hin? Okay. Was wird hier gebaut? Die Treppe? Sag jetzt nicht, ihr könnt das von da oben runtertragen. Okay. Oh, Holz fehlt. Die hat ein Brett auf der Schulter oder was? Und das ist fertig. Plünderflagge. Aber die kommen da nicht hin, ne? Die Bäume wachsen ja schnell, ne? Man müsste hier Wasser hinhaben, ne? Dann wird es funktionieren, auch hier. Kann man einen Kanal irgendwie bauen? Erdbagger. Dynamit. Okay, 600 Forschungspunkte. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Es ist aber noch überall Wasser da. Da noch, hier noch. Das funktioniert erstmal, was wir da alles haben. Hier auch noch. Oh, die waren schon wieder hier. Oh, warte mal, da müssen wir hier. Die Priorität müssen wir ganz runtersetzen. Sonst kommt der an das nicht nachher dran, glaube ich. Ey, Alter, doch nicht hier. Na, Bretter ist egal, die könnt ihr da schon mal hinbringen. Der verhungert? Da muss der mal was essen gehen. Wo läuft denn der jetzt hin? Okay, das klappt alles soweit. Yes.
die macht das schon alles alleine, da brauche ich mich nicht drum kümmern, das ist schon mal gut. Ich muss nur gucken, dass einer hier was zu trinken hat. Das Besteck, Geschirr kann ich wegbringen. Das funktioniert irgendwie nicht so dolle. Okay, die bringt das da schon hin. Okay, das letzte Essen noch und dann sind wir durch, oder? Ich dachte, der Gourmet kommt. Heute bereits Feierabend. Nettogewinn. Hätte ein bisschen mehr sein können, meines Erachtens, aber naja, dann ist das halt so. Fünfmal die Flamme des Handwerks, das heißt, wir können forschen. Nächster Tag. Ja, die Sachen habe ich hier schon. So, jetzt gehen wir hier auf Cookstar und können erstmal Haken setzen hier. Ich glaube, das war's, ne? Rangaufstieg, okay. Möchtest du das durchaus rückbereiten lassen? Okay. Silber erhalten. Aha, jetzt gibt es neue Rezepte. Moränencurry, Röllchen mit gestreifter Rotbarbe und Kombu Ochazuke mit weißer Pferdemakrele. Aha. Speisenplatz 1, Servicemittag 1, Wasabi Limit plus 5, Kochplatz plus 1 und neuer Interieur plus 20. Okay. Sehr schön. Okay, wofür das ist, weiß ich jetzt alles nicht, aber naja, das werden wir dann sehen. Gehen wir nochmal hier hin. Webshop wird sich nichts geändert haben, genau so ist es. Guck's da mal gemacht. Eidiver. Wir brauchen mehr Luft. Können wir uns leisten, mehr Luft? Atombombe, Schaden plus 10, okay. Ne, ich glaube, wir machen das mit der Luft, weil wir jetzt schneller sind. Okay. Forschung geht was, ne? 95, 80, 93. Wir haben 17. Okay, sieht so aus, als ob wir das alles erforschen können, ne? Alles erforschen. Haben immer noch zwei über. Sehr schön. Dann ist die Forschung schon durch. Personal. Das gehen wir erst am Abend. Und das war hier neu? Nix, ne, oder? Doch, hier gibt es neue Sachen. Neue Stühle zum Beispiel. Okay. Aber die kosten sehr viel. Hier sind sie neu gekommen irgendwie, ne? Decke ist auch neu gekommen, diese zwei. Ah, wir haben das erste Mal einen besseren Lautsprecher. Den können wir aber nicht leisten. ...330, 380, 270. Die beiden sind neu. Naja, ich finde die, die ich jetzt habe, aber auch schick. Aber hier gibt es ganz viel Neues. So, die ist jetzt fertig. Feuerstelle 0,66 steht da immer noch.
Das erste Mal ist vorher an jetzt. Und jetzt hier immer noch Feuerstelle 066. Was macht die Feuerstelle, die wir hier irgendwo gesetzt haben? Da. Freigeräumt ist schon. Die holen jetzt Materialien ran. Alles ist da, jetzt kann gebaut werden. So, Feuerstelle ist fertig. Jetzt Dienstleistung. Feuerstelle immer noch 0,66. Das hat sich jetzt nicht wirklich geändert, ne? Holzfäller. Ist keiner drin. Ich glaube, da müssen wir wieder einen reinsetzen. Weil wir nur noch 62 Holz jetzt haben, ne? Das macht die Bäckerei. Ist auch einer drin, ne? Das Getreidefeld. 2,4 Tage dauert es noch, bis es durch ist. Also das mit den Wohnungen, das ist mir immer noch schleierhaft, wie das funktioniert, weil hier wohnen Dreier drin. Hier wohnen wohl auch Dreier drin, oder? Sind eigentlich hier 10 Plätze frei. Hier ist wohl einer drin und da auch, ne? Ja. Okay, der hat sich auch gerade hingelegt tatsächlich. Da kommt auch einer und legt sich jetzt auch hin, oder wie sehe ich das? Der entspannt sich gerade. Jetzt geht er schlafen, oder? Ja. Und wir haben immer noch 30 Leute hier, oder wie? Sind alle loyal. Achso, wir wollten noch gucken, was die Feuerstelle macht. Immer noch 0,66. Obwohl ich mehr gemacht habe. Aber der Bäcker, der muss ja da irgendwie was stehen mit mehr Bäcker, oder? Restaurant, Essensstände, Feuerstelle, Stadtschreier, Bühnen, Kampfgruben, große Arenen, Gasthäuser, Badehäuser, Brunnen, Barbiere, Märkte, Toiletten, Ärzte. Haben wir alles nicht. Oder alles nicht, ne? Wir haben schon was, aber nicht viel. Barbiere. Wo kann ich denn ein Barbier bauen? Schauen wir mal. Den kann ich noch nicht bauen. Er braucht zu viel. Das ist ein Luxusservice. Ich glaube, wir gehen mal langsam hier durch. Tja, weiß ich nicht, Kretonia züchten. Aber wohl machen, damit wir Nachwuchs kriegen, kann das sein? Das ist die Frage, wo ich das mache. Auch Gemüse stand da, ne? Hier sind noch ein paar Schlafräume. Das ist Toilette. Ich würde es jetzt einfach hier neben dem Marktstand machen, ne? Krippe. Haben wir. Und Hütte. Hütten. Aber 5 Hütten, ne? Torbögen platzieren, und mal da ein und da ein. Mal 12 Holz, 60 Möbel und 10 Stoff. Effizienz ist 100%. Ja, komm, machen wir. Die Frage: Stoff. Haben wir Stoff? Das ist die Frage. Weber haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ne, das dürfen wir noch nicht machen.